den Bretter, die wir da gefunden haben, da machen wir so, dann nehmen wir die Stückle, die quasi nicht in der Mitte gerissen sind, die schneiden wir weg. Und wir legen jetzt auf der Oberkante die Sonne, dass die hier zur Hälfte aufliegt, also hier zur Hälfte. Die kommen ja nach, muss ja die eine Hälfte hier aufliegen, die andere Hälfte hier. Das heißt, wir legen sie so auf und das so, dass nachher das andere hier rüber kommt. Bei dem Verarbeiter kann man jetzt entweder nachgehen und zuerst alles ausmessen und dann auf Zentimeter gehen, oder man legt es einfach hin und schneidet jetzt von dem hier eine Überlänge ab und dann kann man es nachher nachlegen. Also jetzt von dem und dem eins mit Überlänge quasi ausschneiden und dann kann man es rausmachen. Also ich habe jetzt dieses Holz abgeschliffen. Wenn man mal guckt, mit der Flex ist es halt sehr schnell gegangen. Für den Außenbereich kann man das machen mit Außenbrettler, wo es nicht auf einen Zentimeter ankommt. Und wichtig war es, mir ging es eigentlich um den Lack abzuziehen, jetzt hier speziell. Gut, jetzt mache ich nur die Folie von unten her, dann mit der Tacker und tacker das von unten her und schneide den Rest ab, gell? Das ist jetzt relativ, das ist ja so weit drin eigentlich, gell? Das darf jetzt ruhig leider rauskommen. Jetzt geht's auf den Fall mehr. So. Willst du das auch noch machen? Geht's ja echt bloß drum, dass man das ein bisschen. Geschützt ist euch insgesamt. Genau, fertig. Dann hol jetzt noch den Tacker und tacker das nach, okay? Mal tacker wir das jetzt noch an, dass der übersteht. Oh, danke, aber das ist noch leer. So, und damit wäre jetzt unser
Projekt fertig mit unserem Ding, mit unserem Hochbeet. Das sind diese alte Bodenbretter, die wir auf der Straße gefunden haben. Quasi umsonst und kostet gar nichts, heißen die Bretter.